Hallo und herzlich willkommen bei Dada Mission. Wir sind auch mal wieder da, wir Pricks. Guten Tag! Ja, hi Max, ich bin Stannis, Leute. Irgendwas im Haar. Es geht ja wieder gut los. Ja, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben, irgendwie so vor 3, 4 Monaten oder sowas. Es wird jetzt auch nur noch irgendwann was geben, wenn wir auch wirklich nur Bock haben. Alter, dieser Regen macht mich fertig. Hehe, hallo. Ja, Leute, wir sind jetzt hier tatsächlich auf dieser Welt. Und wir wollen euch praktisch so ein Let's Show geben hier. Let's Show. Ihr Wir fragt wollen euch euch ein Let's bestimmt. Show zeigen. Bestimmt fragt ihr euch, hey, was ist das für eine dumme Welt? Das ist eine ganz normale Welt, ne? Woher nicht? Nee, das ist keine normale Welt. Das Und ist, das sobald es ist. hier Tag wird, werden wir uns das mal genauer ansehen. Also, nochmal ganz kurz Einleitung, bevor wir dann wirklich dazu kommen. Ich plane hier so eine Art Map zu machen, die eigentlich relativ random generiert ist. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Wirklich eigentlich ganz normal, theoretisch. Man startet halt hier, das ist wirklich der Spawn von dieser Welt hier so. Irgendwo hier, vielleicht spawnt man auch auf dem Berg, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Und dann kann man hier, wie üblich, Gebäude finden, Dörfer und alles so. Aber man kann hier noch viel mehr finden, nämlich eigene von mir errichtete Strukturen in praktisch bestimmten Biomen, also biomspezifische. Ich habe übrigens hier Standard Classic Monster Energy am Trinken. Max hat Eistee. Ein grüner Tee. Ich gucke auf einen anderen Monitor, wo ich meine Kamera drauf ist, denke, es ist eine Kamera. Einfach dumm. Ja, wie dumm. Also biomspezifische Strukturen gibt es und noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel gibt es so eine Art Campinganlage und anderes Zeug. Und das werden wir euch jetzt gleich zeigen. Eine Atombombe. Und natürlich werden wir euch aber nicht zeigen, wo es auf dieser Welt das hier gibt. Das heißt, ihr werdet die Koordinaten nicht sehen. Weil die Welt wird vielleicht wirklich irgendwann mal zur Verfügung gestellt, wenn sie fertig ist. Das wird sowieso Jahre dauern, aber egal. Vor allem, weil ich irgendwie alle 2 Wochen Pause mache, ich prick. Und wir gehen jetzt mal gleich zum ersten Ort, der tatsächlich chronologisch hier folgt. Und zwar natürlich, also wir zeigen euch jetzt nicht normale Dörfer, sondern wir zeigen euch jetzt natürlich jetzt nur unsere Sachen hier. Höchste Qualität von Bauwerken. Ja, Max hat aber nur bei so 2 Sachen geholfen, den Rest habe ich dann alleine gemacht. Ja, vielleicht helfe ich auch mal mit. Vielleicht baue ich einen gigantischen. Einen gigantischen, dann fill in the blank, ihr wisst schon Fill in the was. blank. So, wir gehen jetzt zum ersten. Zur ersten Struktur, goddammit. Tschüss. Du Prick, ich wollte das ja perfekt den Cut machen und dann sagst du einfach Tschüss. Die Leute wissen, dass wir gleich wieder da sind, okay? Ach so. So, Leute, also sonst kommen wir jetzt zur ersten Sache. Wir sind jetzt tatsächlich in einem seltenen Biom, ne? Wie heißt es, Max? Buntes Biom, Ach, nein. ja, direkt, Mann. Mesa-Biom, glaube ich, hieß es. Genau. Beziehungsweise Badlands heißt es jetzt. Wirklich Bin jetzt? benannt nach den komischen Gebirgen in den USA. Habe ich leider nie gesehen. Ich war ja zweimal. Ich war dreimal in den USA, aber habe es nie gesehen. Die heißen so Badlands oder so. Okay. Aber kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Jetzt kommen wir gleich zum ersten, nämlich direkt hinter mir. Ja, einfach nur ein dummes Haus, ne? Nein, Spaß. Das war ich. Das war's wirklich du. Nee, Spaß. Also wir haben hier praktisch so schon das erste. Die heißen einfach nur Custom Biome Structures, die haben jetzt nicht unbedingt einen Namen, aber die können praktisch alles Mögliche sein. Die könnten theoretisch irgendwann sogar eine Burg oder sowas sein. Also Ja, hier haben wir okay. standardmäßig einfach eine Farm. Da könnte theoretisch ein Villager dran arbeiten, aber die ganzen Dorfbewohner, die sind hier nicht am Arbeiten. Also die sind nie in diesen Strukturen zu finden. Und natürlich ein Komposter, der noch leer ist. Das heißt, man könnte hier sogar abfarmen dann alles. Also wenn ihr sagt, ja, sieht doch erstmal scheiße aus, wart ab, es wird besser. Also Außerdem können wir schon mal sagen, mit der Zeit wird's ja, ihr besser. müsst aber auch nicht zu viele krasse Sachen erwarten. Ihr solltet euch eher auf das Loot konzentrieren, nicht wie die Dinger gebaut sind. Weil es soll so ein bisschen so der Vanilla-Style schon sein von Minecraft. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht irgendwie mega krasser, keine Ahnung was, Palast erwarten. Das ist auch unrealistisch. Das ist bei euch, ich baue meine Festung in Minecraft Ja, nach. du kannst irgendwann locker eine Festung bauen. Der Witz ist, ja, okay, ne, dazu kommen wir noch. Dann haben wir halt hier diese Art Campfire mit diesem Terracotta-Block, ist es, Hab ich glaube ich. gemacht. Dann haben wir hier diese Banner. Ich glaube, es regnet gerade, kann sein. Ja, und dann hier überall diese ganzen Fässer und jetzt kommt's. In einem Fass ist nämlich was drin. Was in Das muss man welchem? dann nämlich. Oh shit. Ey. Denn hier kann man hier nämlich einen Smaragd finden. Wir zeigen euch jetzt nämlich tatsächlich sogar das Loot. Wir sind mal so nett. Und Mal hier halt ganz. Banner, relativ simpel eingerichtete Bude, nichts Besonderes, könnte man denken. So ein komischer Ja. Kartentisch hier, aber Die und diese. Schalkerkiste. Ja, und die sind sehr gut, weil die sind so für, ich sag mal so, Hide-and-Seek-Sachen auch gut zu gebrauchen. Ja, nur mal kleiner Fail hier von mir. Das ist jetzt bis jetzt die einzige Struktur, wo es überhaupt eine Schalkerkiste gibt. Ich habe bei den anderen Also. echt nicht mehr daran gedacht, dass wir die mal benutzt haben. Also wie man sieht, das Loot ist von Kacke bis sehr gut. Also das ist hier das erste Haus. Jetzt kommt hier natürlich das zweite. Wieder mit Banner und alles.
Man kann hier sogar so einen fast vollen Kessel finden. Und dann gibt es fast in jeder Struktur gibt es tatsächlich so 0 bis 2 Rüstungsständer. Meistens tatsächlich einer. Und Ich habe dann. letztens auch mal, glaube ich, in einem Dorf eine Rüstungsstelle gesehen. Ja, die gibt's aber nur im Tigerdorf. Ja, mit Helm und Der Brustpanzer. Witz ist, es sind immer Eisensachen. Also Ja, das ist das ist richtig auch, das ist krass. auch schon Naja. echt. Dann hier dieser neue Block, Entschuldigung. der Webstuhl. Das Wir wollte ich spielen ja nicht. in 1.14 Wollte tatsächlich nicht jetzt rülpsen, auch. ne? Sorry, Wir sind Leute. endlich up to date. Ich weiß noch im letzten Video, ich sag so, was, 1.13 ist raus? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Und dann kommt so 1.14 raus und wir sind plötzlich wieder total up to date. Ja. Dann die zweite Lootbox. Die zweite Lootbox ist eigentlich scheiße, bis auf die, wenn man unbedingt will, Ja, Pferderüstung. vielleicht noch ein bisschen der Apfel und so. Ja, Apfel ist Der auch Sessel gut. ist auch ganz okay. Schwarzpulver vielleicht auch noch. Sessel, Sattel, meine ich. Ja, Sattel ist natürlich eh selten, also von daher hat man es dann einfach. Vielleicht, wenn man dann in einem anderen Mesa-Biom ist, findet man vielleicht was Besseres. Oder wenn man voll der Bastard ist, findet man was Schlechteres. So, bis gleich. Warum sind da Zombies? Keine Ahnung, das sind einfach Pricks. So, ach verdammt nochmal, wir machen mal den Regen aus. Da sind wir wieder. Guten Tag. Und ich habe ja gerade schon von Pilz Island oder Mushroom Island oder wie auch immer es heißt geredet. Hier haben wir tatsächlich eins. Und tatsächlich, hier ist eine von diesen Strukturen, so ein riesiger. Ein blödes Haus. Was nein, das ist einfach, das ist ein Pilz-Tower, so. Ein Mushroom-Tower-Dingens. Sogar mit einem Boot hier tatsächlich. Als man nicht selber mit dem Boot ankommt eigentlich. Also wie gesagt, das Boot ist natürlich auch nur Dekoration. Also man muss sich manchmal schon fragen, warum das manchmal so ist. Manchmal ist es einfach nur Dekoration. Ja. Hier gleich die nächste Loot-Kiste. Diesmal ganz Premium. Auf jeden Fall, Alter. Zwei Diamanten, sogar ein Schildkrötenei, aber die sind selten zu kriegen. Dann geht's hier hoch, so eine Art, fast so wie eine Art Baumhaus, aber dafür aus Pilzen. Die Pilze kann man Dann haben wir essen. hier ganz normales Zeug in den Ofen und alles. Natürlich noch mehr krasses Loot. Verzauberter goldener Apfel. Nicht der normale. Der normale ist ja schon krass, aber der Den verzauberte. Verzaubern kann man nicht mehr craften, von daher. Eben, den kann man nicht craften, den kann man nur finden. Also von daher Ich glaube, ich habe Premium. irgendwann mal in so 80.000 Natürlich ein Loot. Schild. Das ist auch schon mal krass. Und hier, tatsächlich, das gibt's auch. Man kann natürlich dann auch gefärbte Lederrüstung auf diesen Rüstungsständern finden. Bis zu zwei Items kann Mindestens. man da drauf finden. Ne, nicht mindestens bis zu zwei. Was ist Maximal zwei Items. Max, ja, maximal zwei Rüstungsteile kann man finden. Dann Ja. natürlich hier noch Haben wir einen einer meiner Laternenständer? Lieblingsneuen Blöcke, ne? Ich benutze ihn jetzt so oft. Zitat Max 2019. Laternenständer. Hast du gesagt eben? Ja. Damit sind wir aber noch nicht fertig. Man könnte ja denken, dass das damit hier schon alles fertig ist. Dann habt ihr es natürlich hier schon gesehen. Eine kleine Farm. Genau, aber mit einem Special, die seltene braune Pilzkuh. Jetzt aber das nächste kann man auch schon, da muss man ein bisschen weiterlaufen, da kann man schon sehen. Da qualmt es ein Da bisschen, ne? brennt Bisschen sie, die Feuerwehr kommt sie. Loderfeuer, was? Eine Keine Ahnung. Schnauze. Ja, jetzt, das ist mir auch nochmal aufgefallen, das ist eigentlich so dumm. Ich weiß nicht, warum wir das so gebaut haben. Das müssen wir eigentlich nochmal ändern. Weißt du, wie Oh. dumm das ist? Wir haben hier das, ist Ja. ja klar, mit einem Heuballen drunter, dann qualmt es halt so richtig krass hoch. Ja. Aber hier ist ja eigentlich der Ofen und da kommt kein Feuer raus. Wie dumm ist das Wie dumm denn? ist das? Jetzt wurde Spaß. Also das müssen wir doch ändern. Das hier war, glaube ich, sag mal was dazu, was das sein Das hier sollte. ist die Schmiede. Wie man so schön sehen kann, in der Ecke, die heißt Lava. Ist da Womit Lava Lava? Mr. Lava Lava, womit sie natürlich dann ihre Substanzen erhitzen können und ein super Rüstungs- oder Waffen herstellen können. Gibt es mehrere Bögen. Ich würde sofort, keine Ahnung, einen Ender-Drachenbogen bauen. Hier Und da diese. und damit in Area 51 einbrechen. Das ist irgendwie, ich habe das nicht ganz Der mitgekriegt, das ist jetzt Meme irgendwie ist so ein so. Meme Der Meme plötzlich. platzt so. Ey, wollt ihr im Area 51 einbrechen? Denke ich so, ja, unbedingt, Alter. Das habe ich nicht so ganz mitgekriegt, aber wie auch immer. Jetzt ist Loot. Mega OP! Also ihr habt schon mal eine fast volle Rüstung, also der Helm ist schon mit dabei. Schuhe eigentlich auch, eigentlich hast du Ihr eine volle Rüstung. habt eigentlich fast eine volle Rüstung, nur die Schuhe Ne, die fehlen. Schuhe kannst du aus dem Eisen machen. Ja, stimmt. Und dann hat man noch die Lederrüstung aus dem Ja, anderen. Ja, also also ihr habt faktisch eine, volle Rüstung. praktisch eine volle Rüstung hier. Das finde ich eigentlich schon fast mit das OP-ste Custom Structure. Es gibt noch ein paar andere. Eine ist fast noch krasser. Eine ist mein Favorite sogar. Die hier leider nicht. Sorry, Max. Auch wenn du ganz viel hiervon gebaut hast. Okay, Das wer war. weint so? Das ist mein Sohn. Heißt Axen. Es geht weiter. Hey. Und damit wieder zurück. Hallo.
Und jetzt sieht man hier schon was Komisches, komische abgetrennte, kaputte Kieswege. Komische Blöcke, die eigentlich auf einen fallen, wenn man in der Höhle ist und dann da sterben kann. Ja, das ist wirklich ziemlich assi manchmal. Ja. Und hier, lol, okay, ja, Nur dann, ein das Ei gehört nicht zu den Sachen, die wir zeigen wollen, aber wie auch Ei. immer. Eine verlassene Base praktisch. Alles mit Spinnenweben, das soll Blut sein, ne? War so, Also, oder? ja, das ist halt Redstone. Also, Das ich ist, glaube, ja, die natürlich. Klassiker alle kennen das so: Redstone direkt auf einem Block passiert Blut. Da hast du verlassen, Campfire einfach alles. Genau, das kann man ja schließlich auch ausmachen. Man kann es eigentlich auch ausspawnen, aber ich kenne den Command nicht. Ich Ansonsten wirft glaube, man natürlich einfach diese. mit dem Stick. Ja, man wirft halt ansonsten einfach diese Dinger hier da drauf und Ja. dann geht's aus. Und Ja, hier ein Kessel natürlich auch, nochmal. Kessel ist natürlich auch leer. Ja. Und dann geht's hier rein und jetzt wird's. Also im Kreativmodus komme ich ja tatsächlich rein, aber normalerweise müsste man sich da echt mit dem Schwert so durchbuddeln. Was ist mit der Leiter da? Ja, die ist auch hier. Hier ist auch noch was davon. Die sind immer noch so Leiter. Naja, das ist halt so ein. Ja, eigentlich ist Exodus es dumm. Jetzt Herbaus. müsste man natürlich auch ein Baumhaus dazu bauen. Natürlich jetzt eigentlich dumm, weil wozu Leitern, wenn kein Baumhaus da ist? Ja, wie auch immer, das soll halt so eine Art kaputtes Baumhaus sein. Dann geht's hier rein. Müsste eigentlich reinkommen im Kreativmodus, genau. Dann natürlich hier premiummäßig, man kann fucking hier Skelettkopf finden. Ist Die aber nämlich. auch echt selten sind, also ihr braucht Die kriegt man wirklich eigentlich viel sonst Glück und kaum im Plünderung, Survival glaube ich Mode. sogar. Nee, ich glaube Plünderung hilft nicht. Man muss es wirklich mit diesem Charged Creeper machen, mit dem aufgeladenen Nee, da Creeper. kriegst du, nee, wenn das Skelett den Creeper tötet, der charged ist, dann kriegst du noch eine CD. Ne, warte mal kurz, Bro, du meinst was anderes. Diese Köpfe kriegt man nur, wenn man das Monster durch einen aufgeladenen Creeper tötet. Sorry. Ja, da Und hilft Plünderung, glaube ich, nicht. also das heißt, wenn du durch einen aufgeladenen Creeper, wenn du jetzt zum Beispiel durch einen aufgeladenen Creeper stirbst, kriegst du dann auch einen Kopf. Ein Deutsch, Na, glaub ein weiß ich Kopf. nicht. Wenn Spielerkopf, wie willst du dem kommen? Na, aber es geht bei diesen Monstern. Der kann dann auch, wenn ein anderer normaler Creeper durch einen aufgeladenen Creeper stirbt, kann er auch den Kopf droppen. So, dann hier nochmal, da ist noch ein Schädel drin, also ihr könnt sogar zwei finden. Wie Premium ist das denn, Leute? Dann das Kaninchenfell ist auch nicht so häufig. Dann nehmen wir den gleichen Brauchstand, also von daher. Ja, stimmt, der Brauchstand ist auch da, das ist eigentlich noch krasser, weil. Eigentlich findest du die auch in Dörfern Ja, das in haben die jetzt der echt einfach gemacht. Kirche, sage ich mal, Man muss aber. theoretisch nicht mal mehr in den Nether für Tränke, das ist eigentlich krass, wenn du mal überlegst. Ah, doch, muss man wegen den Netherwarzen, ne? Ja, wegen dem Nitawarzen und wegen dem Soul Sand von daher. Ja, stimmt. Aber das findest du eigentlich auch fast easy, wenn du eine Festung findest. Dann kann man hier noch diesen Bognertisch haben. Der hat Ja, natürlich ich. keine Funktion bis Noch jetzt. nicht. Dann hier wieder das übliche Zeug. Ich weiß nicht, ob hier was drin ist. Das Geile ist, wir können jetzt nicht reingucken selber. Das heißt, ihr könnt jetzt gespannt sein, was das Loot wirklich ist. Denn wir selber wissen es nicht mehr. Also wie Entschuldigung. gesagt, hier alles ziemlich verlassen. Außer Blumen, die leben noch. Ja, egal. Das Problem ist, dass man nicht so. Man könnte natürlich diese Witterrosen platzieren, da würde es Sinn machen, ne? Man könnte aber auch diese aus den Wüsten, Kann man die da drin platzieren? ich glaube, die kann man auch kaum platzieren. Probier's mal. Ja, Ja, diese verrottetes, das machen wir jetzt mal hier gerade. Ah, shit. Ja, fa. Als ob hier nicht eh schon genug drin sind. Jawohl. Ja, Vor auf allem, jeden Fall ist. da geht dir so fünf Schwerter kaputt, bis du da durch bist. Du Ja, weißt ja, mit den auf. Schwertern kannst du die ja abbauen und so. Ja. Kriegt man auf jeden Fall viel Seide, auch gut für Bogen und so. Oder für Wolle. Ja, oder wie auch immer. Also wir gehen dann zum nächsten. Es gibt natürlich dann davon logischerweise auch eine normale Version, die nicht verlassen ist. Das werden wir dann noch machen. Na klar. Wir gehen mal zum nächsten hier. Na, Bis ganz. gleich. Genau, das Video geht eh schon so ewig. Wie gesagt, wir brauchen ja YouTube-Money, deswegen geht es ja immer 5 Minuten länger Wir alles. ziehen es auf 10 Minuten mal 80.000 Mal in Werbung rein. Danke, Bibi. Wir gehen mal weiter. Hallo. Da sind wir wieder. Man sieht schon, wir sind im Dschungel. Und auf dem Skelett gleich hin tot. Genau, das Skelett verreckt erstmal. Da hinten sind auch irgendwie Eisbären direkt gegenüber vom Dschungel. Das ist halt einfach auch dumm, ne? Soll man dazu noch sagen? Was macht das Oder das ist so Skelett? eine Ruine sogar. LOL. Ja, Premium. wir sehen schon, wir sind hier in einem Dschungeldorf. Nicht allzu groß, weil es war auch unser erster Versuch. Haben wir zusammen noch gebaut. Dazu mir ein bisschen geleckt, aber Ja, ich hey. verstehe auch nicht, warum es bei dir gedeckt Keine wird. Ahnung, Das es ist ist ein halt einfach ein Crack. Lappen-PC, ne? Genau! Okay, dann Spaß. Hier natürlich wieder krasses Loot. Das finde ich so dumm, dass man die fischen kann mit dem Eimer, aber egal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so, ich würde sagen, Premium-Loot eigentlich. Obwohl, Ja. naja, Na doch, eigentlich geht schon. so. Also, okay, Bambus kriegst du eh, aber ich meine jetzt so, die Kekse sind halt schon sowas. Genau, wir sind natürlich auch im Bambus-Dschungel. Genau, was gibt es unterschiedliche Dschungelarten? Na, es gibt normalen und Bambus-Dschungel halt. Okay, ne.
Hier in den Fässern ist nichts, aber hier laufen auch die Dorfbewohner rum. Das heißt, hier ist schon mal unser Fischer unterwegs praktisch. Das ist also hier praktisch so diese Hafenanlage fast schon, so für den Fischer, dieser Steg. Da sind dann auch wieder die Boote und alles. Ja. Hier haben wir hier so eine Farm, tatsächlich Rote Beete Farm. Gibt es ja eigentlich sonst nicht, deswegen dachten wir mal, wir machen mal was Ist da anderes. rote Bitte gerade nicht mehr? Da fehlt ein rote Bitte-Ding. Na, er hat das nicht richtig neu gemacht, das Feld. Der Farmer, ey. Und vor allem, der benutzt nicht mal den Komposter. Na, wie auch immer. Tun die sie überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber es wäre klug, wenn, oder? Ich meine, die farmen die Dinger ab und planten sie neu. Warum benutzen sie denn den Komposter nicht? Wäre irgendwie dumm. Nein, komm, was bekommst du eh noch Knochenmehl? Ja, okay, stimmt. Was sollen die mit Knochenmehl machen? So, hier ganz normal dieser Räucherofen. Das heißt. Wie heißt denn der Job nochmal von dem Typen? Moment, er ist der Sch Fleischer. Ah, ja, macht irgendwie Sinn. Ne? Weil der schmelzt es dann da. Der macht irgendwie keinen Sinn. Ne, räuchern tut es ja. Ja, Haben macht wir hier Sinn. diese Brücke, die viel zu gut ist für Vanilla Minecraft? Kein Ding. Ja, bist halt Profi, ne? Max ist halt geil. Ich bin Brückenbauer, ich habe auch Hallo! Hier noch so eine kleine Bude, wo eigentlich nicht krass was ist, außer Loot und ein Ich Bett und glaube, so. das hab ich auch gemacht. Auch wieder gut, Smaragde und Der alles. Loot ist natürlich Okay, geil. na gut, der Loot ist nicht ganz so der geilste ever, aber Ja, wie ich auch meine, immer. aber du kriegst eh Brot in jedem Dorf Ja, seien wir 4000 mal ehrlich, das Loot, ich finde, in den Dörfern ist sowieso schon viel zu krass mittlerweile, das Loot. Muss auch mal überlegen, wie einfach ist es jetzt zu überleben, wenn du ein Dorf findest, da sind überall Betten. Du Ja, musst nicht auf mal jeden selber Fall. eins craften. Hat auch letztlich mal jemand gesagt in dem Video, ja, der Survival-Aspekt von Minecraft ist so richtig krass im Hintergrund jetzt. Weil, ja. Hier halt dieser Schmelzofentyp, das heißt, das ist, glaube ich, der Waffenschmied ist es dann, glaube ich. Der hat hier halt so Wie eine hieß er kleine nochmal? Bude. Ich glaube, ich bin mal über seinen Namen totgelacht. Ich Wirklich glaube, der jetzt? ist da oben irgendwo. Panzermacher, Der genau. Panzermann! Das klingt eher wie Ferrari, egal. Das klingt eher wie so ein Hier, Bot. Eisengolem mussten natürlich spawnen. Die spawnen jetzt auch immer in Dörfern. Zum Glück, Wir ja. könnten jetzt auch noch ganz viel sagen zu 1.14 neu, aber das lassen wir jetzt mal. Wir haben einen kleinen Heuballenweg gemacht. Genau, Was? also das ist halt dieser Meeting Point, das halt immer in jedem Dorf gibt mit einer Glocke und alles. Diese Marktplätze hier. Da gehen wir Und das gleich sind hin. das und das und das. Und Und dann hier habe ich mir mal was überlegt, was special ist für die Dschungel-Villages. Villages! Wieder Und zwar halt hier so Papageien in so einem Käfig. hab Hunger. Könnte man viel einfacher machen, nicht so riesig. Aber es gibt dann halt mehrere Designs einfach. Dann geht's hier runter. Natürlich, es muss natürlich im Dschungel eigentlich fast so sein. Da sind dann halt nicht normale Tiere drin im Gehege, Genau, sondern halt Pandas. da sind die Eltern von Kung Fu Panda drin. Ist mal echt so, ne? So, Alter. Was sind denn da? Hammer. Die haben ja verschiedene Persönlichkeiten, die Pandas. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt sind, ehrlich gesagt. Ich will Panda rollen sehen. Machen die nicht. Ich glaube, das sind so. Nicht nur diese. Es gibt irgendwie den Verspielten oder so. Dann gibt es auch den Wütenden. Es gibt ja auch Oder noch den Fucker. braunen Panda, der sehr selten Ja, ist. okay. Naja, also wie auch immer, die sind hier auf jeden Fall. Und das ist praktisch schon fast das ganze Dorf. Nicht allzu riesig. Weil es ist schwierig. Also ich glaube, das ist viel schwierig. Ja, auch schon. Das ist schon wieder so ein scheiß Schiff, ey. Ich glaube, es ist schwer für ihn, Deutsch zu reden, allgemein heute. Ja, ich weiß auch nicht, was halt los ist, ey. Ja, also ist halt schwierig, hier so ein Dorf zu bauen im Dschungel, ne? Ja, genau. Deswegen, also, ist auch irgendwie so eine nicht ganz so gute Position Boxes. hier. Der Dorfbewohner, der Eisengolem geht einfach immer so weit weg und beschützt die Leute einfach gar nicht. Deswegen sind zwei Eisengolem besser als einer. Ja, aber standardmäßig ist halt hier einer. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie ein neuer entsteht. Müssen wir auch nochmal angucken, eigentlich. Aber das erfahren wir im nächsten Dorf. Na, eigentlich nicht, aber egal. So, Leute, da sind wir wieder immer noch im Dschungel Guten oder in einem Tag. anderen. Und zwar gibt es jetzt hier so eine Art Baumhaus, da führt hier dieser Weg hoch, auch ein praktisch kaputter Weg. Ist ein bisschen Jump'n'Run gemacht. Hehe. Ja, Eigentlich voll null nicht eigentlich. wirklich, eigentlich. Das ist auch mit das lameste, was wir gebaut haben, weil wir null Plan hatten, was wir machen wollten. Ja. Deswegen hier sowas. Und tatsächlich, das ist dieser Schildkrötenhelm. Ach so, ja. Ja, der, ich weiß gar nicht, der gibt einem irgendwas Bestimmtes. Ist das nicht der, der einem so Atmung im Wasser gibt? Wasseratmung So meinst du? Unterwasseratmung, war das Also nicht ich weiß so? nicht, also es gibt die Verzauberung dafür. Hm. Aber Ich glaube aber, Unterwasseratmung? irgendwas Spezielles konnte der. Dickschädel. Was? Verzauberung, Dickschädel. Ja, lol. Dann hier nochmal so ein Kessel, der eigentlich leer ist. Jetzt wundert man sich schon, was der Heck geht denn hier ab? Dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es hier das mega krasse, pralle, geile Loot. Sogar mit Doppelkiste diesmal.
Wufftrank der Nachtsicht, so richtig viel Zeug. glaube, die Nachtsicht dran habe ich einfach so reingetan. Kann sein, da. Hier noch krasser. Von diesen Spinnenaugen kriegt man auch genug, also reicht dann für viele Tränke und alles. Natürlich Äpfel wieder. Und hier praktisch was dasselbe, nur noch extrem viel Leder und Leder ist aber alles. auch echt arsch selten. Leder ist eh seltener, als man denkt. Also, na klar, man kann natürlich Kühe töten, aber. Also für Bücher braucht man so richtig viel Leder. Also das dauert dann noch ewig. Ja, So kann man klar. sich halt Zeit sparen, wenn man hier mal zufällig vorbeiläuft. Und jetzt das hier, was ist das? Das werden wir gleich sehen. Denn das sind alles nur diese Barriereblöcke. Wie haben wir die Praktisch bekommen? unsichtbare Dinger. Durch den Command. Ja, die kriegt man wirklich nur durch einen Command. Also wie gesagt, diese Monumente sind halt auch echt nur was, wie man im Kreativmodus bauen kann. Geht halt eigentlich nicht anders. Fand ich auf jeden Fall, ist halt ein bisschen Easter Egg-mäßig so. Man wird hier halt so geblockt, man kann hier halt nicht so raus. Denk eine Barriere. Ja. Was? Barrierefrucht. Ja, Bartolomeo hat das für uns gemacht. Genau. Sollte nicht mal aufhören mit diesem Bullshit. Das wäre dumm. Ist dein Mikro ausgegangen? Nein, okay, gut. Was? Ich hoffe, die Daten nämlich auch. Wir sind nämlich so krass unvorbereitet, unsere Mikros sind einfach fast am Arsch. Einfach mal Wir gehen mal spontan. zum nächsten, das ist hier nämlich ziemlich unspektakulär eigentlich gewesen. Da kann man Ja. sich nochmal was anderes überlegen. Wir sind halt voll die Bastarde, also los. So, Leute, jetzt kommt das erste, was tatsächlich nur ich gebaut habe, ohne Max. Und das sind dann eigentlich auch alle anderen danach. Hallo. Wenn Max dann irgendwas anderes gemacht hat. Aber jetzt kommt nämlich mal so etwas, so eine Art Campinganlage, Campingplatz für Dorfbewohner. Das ist praktisch fast so die Funktion von einem Dorf, nur nicht ganz. Ähnlich halt, mit Eisengolem und allem drum und dran. Und Dorfbewohner, ja, die sind halt immer gefangen, wenn sie geschlafen haben und es dann wieder Tag wird. Das ist halt. Wir müssen ja das Bett nach hinten platzieren, wa? Ja, die muss man halt einfach anders platzieren, die muss man halt einfach dahin stellen. Aber das könnt ihr dann machen. Dann hier gibt's nichts. Und dann gibt's hier halt hier so eine Art. Ja, hier wird halt praktisch immer was gebrutzelt. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Gibt's eine frische Kartoffelsuppe? Ja, genau, irgendwie so, irgendwas wird da gebrutzelt von irgendjemandem. Eine rote Beetesuppe. Hier wie üblich, das ist halt praktisch wie die Funktion von einem Meetingraum. Meetingplatz. Meeting Point, genau. Meetingraum, ja. Ich weiß nämlich nicht, man könnte es mal testen, indem man so ein, indem man diesen Raid hier startet, dann könnte man testen, ob das schon als Dorf zählt, aber wahrscheinlich nicht, weil keine Türen da sind. Also die Zelte sind halt eigentlich relativ standardmäßig gebaut. Es gibt ja tatsächlich schon Zelte im Game. Relativ einfach gebaut hier. Was ist denn der Truhe drin? Das werden wir uns jetzt angucken. Eigentlich Holy schon gar nicht mal so shit. schlecht. Also dieser Kuchen natürlich ist natürlich gut, wenn man Haben die Textur vom Hunger Kuchen sparen geändert? will. Ja, die haben ja alle Texturen ein bisschen geändert. Da kann man sogar Redstone Ich finden, warte alles nur auf den Mögliche. Rubin, den wir einfügen sollten, mal. Die haben auch schon gesagt, es kommt erstmal kein Cave-Update. Aber es ist das ist mittlerweile, selbst ich will mittlerweile so ein Höhlen-Update haben. Aber diese Pricks machen das einfach nicht. Leute, das ist hier relativ einfach, nur zwei Zelte, Meeting Point in der Mitte und dann gibt es immer wieder so kleine Plätze, wo man sich dann hinsetzen kann, ins Lagerfeuer. Mittendrin hier immer nochmal solche Zäune mit Laternen, die dann hier den Weg leuchten und hier nochmal dieser Platz. So sieht es dann von oben aus. Finde ich, sieht relativ nice aus. Wir gehen mal direkt zum nächsten, das dauert ja alles viel zu lange, verdammte Scheiße. Hätte man Max Face sehen müssen. Ich bin Son Goku und wir teleportieren zum nächsten Dorf. Ich glaube, keiner hat ein Wort verstanden, was ich gerade gesagt habe, aber Ich kann okay. man immer selber nicht verstehen, was man sagt. Es geht weiter, Leute. Goddammit. So, Leute, da sind wir wieder. In Wir einem sind ganz anderen den Setting. ganzen Weg geflogen bis dahin. Wir sind jetzt, ich glaube, wir müssen gleich immer umdrehen. Ja, Sind wir in einem Art Biom. ganz genau. Und zwar so eine Art Steg hier. Genau, ein Steg für Sumpfbiom, ein bisschen Lehm auch nebenbei. Und ich finde, das Biom sieht eigentlich am besten aus. Sumpfbiom. Ja, das hat so eine Art, sag mal, jetzt nicht so Hexendorf, aber eher so schon so, wie kann man sagen, schon so etwas Mittelalterliches in sich. Redest du gerade vom Dorf oder vom Biom? Vom Dorf. Achso, okay. War ein bisschen Hast du verwirrt. zu, Mann? Du hast wirklich gesagt Sumpf, ich sag's dir auf der Aufnahme. Du hast gerade gefällt, nicht ich, okay? Out. Ja, beschreib du einfach, was du siehst. Es ist ja langweilig, wenn ich immer sage, was ist. Ich weiß ja, was ist. Du Ich weißt ja sehe gar nicht. ein Häuschen. Genau. Dort wohnt die Hexe. In diesem Lehmhaus. Du hast, glaube ich, in diesem dunkelgrünen Lehm benutzt. Ich dachte halt wirklich, das wäre eine Hexe da Nee, drin. das ist tatsächlich wieder Keramik. Ah, Keramik. okay. Ja. Das ist einfach ein simples Haus aus Keramik. Wahrscheinlich für den Typen, der den Steg überwacht, wahrscheinlich. So, sowas Ja. wie in diesem Dschungelding.
Die Truhe, ja, sieht ganz nice aus. Die Uhr finde ich bisher immer noch am sinnlosesten als Item überhaupt. Also gut, dass du sie dann findest, dann musst du sie nicht noch craften, wenn sie sinnlos ist. Ja. Verschwendest du keine Ressourcen. Craft man überhaupt? Egal. Irgendwie mit Gold und Redstone und so ein Scheiß. Auf jeden Fall ein Bett, eine Truhe. Fenster sehen ganz okay aus. Wenn ihr ganz schnell seid, könnt ihr jetzt gucken, welche. Vielleicht cutten wir das raus, weil sonst seht ihr, was die Koordinaten sind. Vielleicht cutten wir tatsächlich das mit dem Befehl raus. Auf jeden Fall, daneben ist gleich der Farmer mit seinen kleinen Farmen. Bisschen Weizen hat er und ich glaube Karotten und Kartoffeln hat er so ein bisschen angefarmt. Das Dumme ist, der hat, glaube ich. Ne, warte mal. Ja, das Dumme ist nämlich, der hat als Angebot Karotten, aber hier wachsen gar keine Karotten. Halt dumm, ne? Läuft mit Karotten und Kartoffeln. Ja, Ja, aber was das, nicht was er ist. hat, bietet er nicht an. Das war Ja. jetzt. Ja, ist ja dumm. Hier natürlich noch die Dinger, damit er nicht jedes Mal ins Wasser fällt hier, weil er ja so inkompetent ist. Hat was kaputt gemacht? Das musst du mal fixen. So. Ein Schwein, auch nicht gerade selten. Ja, ganz selten das Tier. Hier ist. Das kann ich jetzt nicht beschreiben, was genau sein soll. Ist es Schmiede oder irgendwas? Ja, kann man so sagen. Also hier ist eigentlich der Maurer. Der gute Bauer, okay, was? Relativ nice eingerichtet, tatsächlich mal auch ja, Ich hier finde, so offen. die sind relativ gut gemacht, die ganzen Strukturen, also auch mit dem Dach und diesem Dankeschön. alles. Ja, Brüms habe ich Und zum gemacht. Teil nicht mal von mir selber, aber egal. Das habe ich echt natürlich Aber ich gemacht. habe sie trotzdem gebaut. Also ich habe sie jetzt nicht mit World Edit oder so eingefügt. Ich hab's mit Copy and Paste einfach so Ja. kurz meine Datei kopiert Warum und dann klicke ich die eingefügt. ganze Zeit auf den Typen? Was ist ein bisschen los, ey? Weil du dumm bist. Ja, wir cutten jetzt immer raus, das mit den Befehlen. Dann seht ihr nämlich die Kommentare. Ich kann auch so machen, dann seht ihr es nämlich nicht. Coordinates. Hier ist natürlich dann der Bibliothekar. Genau, also eine kleine Bibliothek, die ist auch ganz nice. Wenn da reinläuft, Mit gleich. Bett auch und mit krassem Loot, Also die Diamant. Feder ist. Behutsamkeiten und alles, ganz, ganz viel Papier macht natürlich auch Sinn beim Bibliothekar. Ich bin dumm. Dann hier der Meeting Point, ein riesiger Pilz in der Mitte. Ja, okay, man hat doch als Meetingraum, sag ich jetzt auch schon, Meeting Point auch mal Da ist ein einen Golem, Baum killt die gehabt. Slimes die ganze Zeit, sehr gute Arbeit. Dann Machst du hier gut, Freddy? so ein standardmäßiges Haus eigentlich. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, einfach hier diese Laternen draußen. Und hier arbeitet halt wieder der sogenannte Panzermacher. Tankmaker. Hier arbeitet er halt, hier gibt es nochmal gutes Loot, schon wieder Diamanten. Also das ist ein Premium-Dorf, Leute, wenn ihr es findet. Aber die Koordinaten angeben. Ja, nee, aber die seht ihr nicht, ihr Pricks. Ich werde Ich dafür verrate sorgen, sie dass ihr euch. die Koordinaten nicht seht, ihr Schlängel. Ich verrate sie euch auf Twitter. Nein, Mann, dann bann ich dich. Klimaschutzwandel. Klimaschutzwandel. Kinderschutzgefährdung, oder? Jetzt noch eine Sache. Und zwar, man hat es natürlich schon gesehen, wieder ein Gehege. Diesmal Standard, ich wollte erst Slime spawnen, aber die killt ja der Eisengolem, habe ich nicht dran gedacht. Deswegen einfach ein normales Pferd. Und Ferdinand. hier endet halt schon das Dorf. Und hier wachsen natürlich dann auch Pilze auf dem Bezel, das habe ich mir gedacht. Ein bisschen mal für was anderes zu sorgen. Auch relativ klein. Ist ein Ich werde Anfangsstumpf. irgendwann mal ein größeres Sumpfdorf noch bauen, weil normalerweise gibt es ja Sumpf- und Dschungeldörfer gar nicht. Aber das Gute ist halt, dass es halt diese Skins gibt für den Sumpf von den Dorfbewohnern. Deswegen kann man immer selber eins bauen, das ist ganz praktisch. Jetzt geht's weiter. Geht's weiter zum nächsten Dorf. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt ein Dorf kommt. Ich glaube, es kommt was anderes. Ich weiß selber nicht, was kommt. Ihr seid gespannt. Man sieht dein Gesicht nicht, Junge. Du kannst immer. Er zieht immer so eine Show ab, Max, aber man sieht ja immer sein Gesicht gar nicht. Das ist so dumm einfach nur. Geht's mit Döner essen? Nee, du bleibst hier, du Bastard. Ich will doch nur ein Bissen haben. Nee, Da ist aber ein paar Pommes und. Mann, nee. Pommes und Dönerfleisch ist drin. Mach Warte das mal, du jetzt. Prick. Also, wenn du noch suchst, auch mal nach Krüm. Ja, kommen Sie jetzt, Sie Prick? Ich hab nicht mal ein bisschen genommen. Warten Sie doch bitte. Okay, ja, hier sind wir wieder und Max isst von seinem Döner etwas. Ist Ja. so lecker, ne? Wie er einfach nicht warten kann, der gierige Bastard. So, Was geht in den Boxen, Alter? jetzt mal was ganz anderes hier. So. Und zwar ist das hier so eine Art wandernder Dorfbewohner in so einer Art Vorrichtung. Hier, In so einer Art Kutsche. ja, so eine Art Kutsche mit diesen Pferden hier dran. Die irgendwie voll mad sind. Was geht denn mit denen ab? Der wollte gerade so. Er hat aber auch einen Eisengolem trotzdem noch als Schutz dabei. Und ich finde es eigentlich relativ nice geworden. Mit ein bisschen Fantasie sieht es halt echt aus, dieser Art Kutsche und Aber so weiter eigentlich und so sieht's fort. wirklich scheiße aus. Ach ja, Mann, get wrecked, brauchen wir was Besseres. Okay, brauchen wir ein Schloss. Ich brauche Ich ein brauche kein Schloss, Schloss, ich brauche hier sowas, was im Mann. Himmel liegt. Irgendein Loot ist Götterschlag. übrigens krass, What wie the ihr schon fuck? seht. Also, wenn ihr den Typen findet, ist das Loot krass. Ist Deswegen. besser als der fahrende Händler.
Das ist sowas von besser als der fahrende Händler. Ich habe erst Fahrende überlegt, ob Händler. ich den hier spawne, aber der haut dann ab oder despawnt. Das ist das Ich Problem. glaube, der fahrende Händler hat noch schlechtere Loots als. Ja, ich verstehe nicht, das ist so dumm einfach nur. Und falls du mal überlegst, auch dieses Waldanwesen. Ja. Im normalen Wüstentempel kannst du besseres Loot finden als im Waldanwesen. Und das Waldanwesen ist einfach mal fünfmal so selten oder zehnmal so selten wie ein Ist doch Tempel. wirklich so. Ist einfach nur dumm. Also relativ simpel gehalten hier halt. Ja, so ein Jo. bisschen mittelalterlich. Natürlich mit. Es geht halt alles hier um so Details und alles. Deswegen hier diese. Wie heißen sie noch gleich? Falltüren und alles. Und die Treppen werden sozusagen, Treppen und Blöcke werden als Räder Genau. sozusagen genommen. Ist natürlich offen, aber der hat natürlich noch eine Tür, damit er hier auch nicht angegriffen werden kann. Wollte Also nämlich erst offen lassen, aber das ist ja Quatsch. Dann wird er ja angegriffen nachts. wenn er Und er schon macht so auch dumm nicht selber ist. nicht die Tür zu, weil dann ist sein eigenes Problem. Guti. Wir gehen zum nächsten. Genau. Ja, Max. Das sieht aber eigentlich. Wo hast du das geholt? Nebenan? Hier bei dem Netto. Ach so, wirklich jetzt? Ja. Sieht gar nicht mal so unnice aus. Wollen wir eigentlich ganz okay. Für Aber 4,50 €. passen Sie auf, dass Sie, dass man Leute Max jetzt einfach die ganze Zeit fressen, Leute. Ich. I didn't do this. I didn't do this. It's not my fault, Wir okay? wollen halt den out. Okay, jetzt Challenge. Jedes Mal, wenn man dich beißen hört, wird gecuttet. Leute, das war krass übersteuert. Egal. Das Video geht jetzt noch 5 Minuten oder so. Ja, das Video geht nur noch 3 Minuten. Nein, Das Video geht Spaß. eine Sekunde so, hallo. So, wir sind jetzt hier in diesem Birkenwald tatsächlich. Da gibt es natürlich auch eine Custom Structure, und zwar das hier. Stimmt, habe ich ganz Einfach so vergessen. bestehend aus diesen normalen Stämmen. Nicht, ja doch, Stämmen. Ja. Drumherum natürlich wieder die Fässer. Jetzt kann man natürlich wieder versuchen zu erraten, wo was drin ist. Alter! Das cutten wir übrigens auch raus. Ihr möchtet nicht wissen, was gerade passiert ist. So, da sind wir wieder. Jetzt kann man natürlich wirklich raten. Aber es ist gar nichts im Fass drin. Anscheinend nicht, Okay, da sollte eigentlich was drin sein. Auf jeden Fall sind hier diese Komposter noch vor. Dann gehen wir hier rein. Banner. Diesmal keine Tür, sondern diese Birkenfalltüren. Und relativ nice hier eingerichtet. Ist eine Art Hochbett. Man kann da tatsächlich schlafen und es ist nicht buggy, wenn man pennt. Geht tatsächlich, habe ich getestet. Und dann gibt es tatsächlich zweimal Premium Loot. Noch ein Rüstungsständer mit einmal hier Goldschuhen, Goldschuhen, genau. Stiefel. Und dann können wir mal gucken. Loot ist wieder super krass. Es gibt meistens irgendwie immer Äpfel, stelle ich fest. Hier noch eine Glocke, nur ein bisschen. Die ist nicht ganz so genial platziert eigentlich, aber wie auch immer. Und dann hier oben Oh lol. natürlich. Da kann man es nämlich schon von der Ferne sehen, ne? Das ist halt eigentlich die Idee dahinter. Okay. Ja, macht Sinn. Und das ist praktisch Macht hier das Sinn. Birkenwald-Custom-Ding. Irgendwo am Arsch der Welt, je nachdem. Vielleicht findet ihr es ja, Hey, keine Ahnung. was war da gerade rechts? Achso, Ja, nee. wieder dieser Nee, nur ein Berg, Schwarzeichenholz. sorry. Achso, okay. Das ist ein Haus. Weiter geht's. So, Leute, hier nur ganz kurz, damit ihr es nochmal sehen könnt. Hier soll tatsächlich ein sogenanntes Pillager-Castle entstehen. Ist halt. Ist, das hier soll das Tor dann werden und so weiter. Das sieht man dann alles, wenn es fertig ist. Da kann man dann nochmal ein Video zu machen. Diese Pillager Castle, die Idee dahinter, die ersetzen dann alle 5 Biome oder so, ersetzen die dann in normalen Außenposten, sodass man dann eine noch größere Challenge hat. Okay. Also praktisch so Easter Egg-mäßig als Variante vom Außenposten. Bin mal gespannt, was daraus wird. Das wird auf jeden Fall noch ewig dauern. So, Leute. Da hinten kämpft schon der Eisengolem. Ich hoffe, dass er jetzt nicht Was macht er verreckt. da? What the fuck, was macht er da? Er verreckt der? Oh, der wird, glaube ich, verrecken, weil er von dem Ground mit einem. Ja, ich glaube, der wird sterben. So, also hier einfach nur noch mal ganz schnell. Das ist praktisch die Sumpfvariante von dem Campingplatz. Noch kleiner, nur ein Zelt. Hier wieder diese Plätze. Dann hier noch mal sowas. Hier noch mal ein kleiner Trick. Normalerweise kann man die nicht so platzieren. Diese Eisenbarren. Weil normalerweise, ich zeige das mal gerade. Normalerweise, wenn man das. Jetzt wird es wieder gecuttet. Normalerweise, wenn man das hier so platzieren würde, versuchen wollte, so zu platzieren. Oder mal, wie habe ich denn das platziert? Wenn man das normalerweise so versuchen wollte zu platzieren, dann würde das eigentlich so machen. Standardmäßig. Sieht natürlich scheiße aus. Genau, und dafür gibt es dann den Debug-Stick. Den habe ich jetzt leider nicht dabei, aber der Debug-Stick, damit kann man immer die Eigenschaften von dem Block bearbeiten. Und dann kann man es so platzieren, dass es sich hier so verbindet, obwohl das normalerweise nicht geht. Also Debug-Stick ist sehr, sehr hilfreich, wenn man solche Sachen bauen möchte, wie ich hier zum Beispiel.
Genau. Und dann hier, ja, also hier so eine ganz kleine Sumpfvariante. Hier ist auch nur ein Villager. Ich weiß auch nicht, hier gibt es nicht mal Loot. Also, wenn ihr hier seid, ich weiß gar nicht, was ihr hier eigentlich wollt, dann könnt ihr eigentlich gleich weiterlaufen. Jetzt mal ohne Spaß. Also, das ist hier nicht so Premium. Weiter geht's. Also die mittlere Klasse von Das ist nicht nur Audi. mittlere Klasse, das ist richtig scheiße. Das ist der erste Audi, der rausgekommen ist. Das ist meine Schnauze, Alter. Alter, was eine Sch Bumm. So, Leute, wir sind wieder in einem anderen Biom. Diesmal ganz normal im Wald. Wenn man hier lang geht, dann sieht man schon, hier ist so eine Art komischer Kieswege und alles. Muss man sich dann durchgraben. Dann führt das hier zu einem Baumhaus und zu einer Farm. Und das ist unsere nächste Struktur, die man dann hier einfach in Wäldern selten finden kann. Natürlich auch noch eine normale Tierfarm hier. Bisschen enger, aber passt schon. Das war vorher noch enger. Warum Aber ist der ja, ach Hund ja, da? Warum ist da genau, ein ja, Wolf drin? der Wolf hat nämlich die Schafe getötet, genau. Eigentlich waren da noch Schafe drin, aber dann kam hier dieser scheiß Wolf an. Bastard, ey. So, dann geht's hier hoch ins Dachte, jetzt zieh ich Baumhaus. weiter. Dann kann man hier einfach wieder so einen Komposter finden. Okay. Ein normales Bett und so. Das heißt, man kann natürlich hier auch ein echt Ding. Achtung, Also, falls man Premium. das findet, Premium ist auch Loot. schon gut. Ja, geht so. Ja, okay, Lapis Lazuli Aber man natürlich. kann ein seltenes Item finden, die Nautilus-Schale. Und dann gibt es oben noch mehr Loot. So, wir gehen jetzt nämlich nochmal ganz nach oben. Hier sind jetzt wieder diese Barriereblöcke, weshalb ich nicht weiter nach oben gehen kann. Deswegen hängt das hier auch in der Luft. Und wieder so ein Rüstungsstand hier. Dann hier sämtliche Blöcke, die man zum Teil benutzen kann, zum Teil auch nicht. Also hier kann man praktisch, man kann sich hier richtig viel Crafting-Arbeit, richtig viel Ressourcen sparen, wenn man das gefunden hat. Ist ja so. Man kann es einfach abbauen und dann mitnehmen. Das hier sind Stimmt. lustigerweise diese Endstäbe. Die habe ich nur genommen, weil sie eine geile Deko sind. Ansonsten macht es natürlich gar keinen Sinn, dass die hier sind. Wusstest du, dass du, wenn du einen Endstab hast und Ich weiß gar nicht, was die genau machen. die sind einem wie so eine Lampe eigentlich. Ja, okay, ja gut, aber sonst nichts, oder was? Also du kannst eine Lampe daraus bauen, so einen Endstab als ich sag mal Stock und da drüber irgendwie irgendwas Na gut, was denkst du, anderes. was es hier ist? Das ist natürlich eine Lampe. Naja, deswegen, also ich meine so eine Nachttischlampe oder so kannst du auch bauen in Minecraft. Durch Stimmt, mit diesen Stäben da. ja, die passen dafür natürlich besser als das Deswegen. andere Zeug. Ja, deswegen ja. Und jetzt nochmal kurz Loot. Wieder ein seltenes. Ach. Scheiße! Okay, das war jetzt ein Fail, Leute. Ich wollte nämlich eigentlich hier die Überraschung sagen. Das kauft mir raus, und dann machen wir von vorne, ja. Okay, also, nein, Spaß. Wo wir schon dabei sind, wir stehen zu unseren Fails, anders als Pizza Meat, obwohl ne, die ja auch. Wer steht denn nicht zu seinen Fails? Da, Mission. Ja, stimmt, aber wir sind perfekt, okay? Perfekt, ich bin Gott, Junge! Ist halt nicht das Schildkrötenei, es sieht halt auch aus wie so eine Art Vogelei, ne? Deswegen Kuckucksei habe ich halt einfach hingeschrieben. Hahaha. Echt funny. Wir sind heute ein Comedy Premium. Also das ist auf jeden Fall ganz nice. Dann gehen wir zum nächsten. Auf jeden Sie Fall. essen Ihren Döner auf. Ich bin nicht mehr bei der Hälfte. Mann! Muss husten, ich habe irgendwo so ein Prick im Hals. So Leute, wir stecken jetzt schon zum 10. Mal oder so im Block, wenn ich mich dahin teleportieren will. Das ist halt einfach ein Fail, ne? Also, ich weiß auch nicht, was das immer soll, aber wir können meinetwegen auch Spectator Mode jetzt diesmal machen. Jetzt kommt nämlich diese Art kleine Tiger-Siedlung, mein Favorit tatsächlich. Dann Was? halt diese Siedlung, ganz normal, diese Heuballen, Blumen sogar hier. Dann Orangen nochmal so Tulpen. eine Art, das ist eigentlich ein besserer Campingplatz fast. Für die, die sich's praktisch leisten können, nicht für die armen Villager. Sondern für der sich sein geiles Landanwesen gekauft Ja, hat. als seine Millionsmark damals geschmissen. Er macht Gespendet hatte. Money Rain so. Für eine Schnauze. Irgendwas war in diesem Döner drin, Was Mann. war mit dem Money Rails? The Money Rain, Alter. Finde ich ziemlich nice. Hier, das finde ich ganz nice. Hast du ja alles noch nicht gesehen. Nee, das habe ich jetzt noch nicht Das ist so gesehen. eine Art Schuppen. Ach so. Und hier stehen dann tatsächlich. Man Einfach hätte fast alle natürlich auch diese Gegenstände. Item-Frames nehmen können. Ja. Aber ich dachte, es ist natürlich realistischer, wenn diese Blöcke tatsächlich hier stehen. Kann schon wieder ein Mobhead finden. Mobhead, das klingt aber so wie Moped. What the heck? Bom, bom, und tschüss! Du, tschüss! Scheiße, Alter! Best of material right here! Ja, und dann kann Bom, man hier noch bom, und alles andere tschüss! Zeug finden hier. Tatsächlich auch sogar dieses Scaffolding-Ding. Hier ist tatsächlich nochmal so ein Stall für ein Pferd. Hier angebunden, das kann man Ja, natürlich auch zähmen und Ordenspflaster. alles. Ich hoffe, es müsste eigentlich nicht despawnen, wenn es hier angekettet ist. Ich auch gerade so ein Dämon bei beschworen oder so. Genau, also wenn Max jemanden ankettet, ist das auch gleich ein Exorzismus.
Und dann einfach so. Und jetzt gehen wir mal ins Haus selber rein. Ich will mal ein Sklave von mir. Oh shit, ich glaube, wir gehen echt mal wieder in Kreativmodus, glaube ich. Slash Goma Marmode. Ja, Goma Marmode. Hier wieder Banner jedes Mal. Die Glocke. Irgendwie nicht. Ah, okay, doch. Ja, jetzt müssen wir von vorne. Hier jetzt tatsächlich, ich habe ja gesagt, 0 bis 2 Rüstungsständer. Hier sind tatsächlich 2. Exklusiv ein Eisenhelm. Ja, du findest eigentlich wirklich fast immer Rüstung, wenn du diesen Ort findest. Man kann auch Bücher finden, also wenn, oder. Das heißt, es macht das einem auch leichter. Und jetzt hier tatsächlich sogar mal ein Gemälde. Das ist das beste ausgestattete Haus bis jetzt. Dann hier noch mit diesem Teppich und so und tatsächlich sogar 2 Betten. Weil das ist praktisch so eine Siedlung für 2 Leute, könnte man eigentlich sagen. Und das ist natürlich das Loot. Oh. Diamantschwert, ne? Aber ja, mein Favorite Ort hier bis jetzt. My favorite place in the world. Was denn? My favorite world, Alter. Wer das jetzt kennt, ist ein Insider. Also wir spielen jetzt hier erstmal My Favorite World. Und hier ist noch die Welthammer geil. Warte. Ja, hallo. Achso, bei uns hat keiner gehört hier. Okay, ich werde wieder den Verzerrer draufpacken. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Entschuldigung. War nicht schlimm, ich werde es wieder verzerren. Viel Spaß. Leute, falls ihr überhaupt noch da seid, warum seid ihr noch da? So, weiter geht's. So, Leute, da sind wir wieder. Hallo. Wir müssen jetzt nochmal ein bisschen hinmachen, deswegen hier ganz schnell durch. Das ist jetzt im Akazienbiom, das Gebäude. So eine Art Mix aus Baumhaus und. Nein, es ist eigentlich so eine Art komisches Baumhaus. Ein sehr cooles Baumhaus. Hier mal ein bisschen was Neues praktisch, mal ein bisschen was. Foxes. Originelleres. Halt diese Kürbislaterne und dann hier wieder so Keramik. Hier ist also roter Sandstein und dann wieder so ein Lagerplatz. Muss man jetzt auch eigentlich auch die Kürbisse schnitzen? Na, das finde ich. Schlitz! Das finde ich auch ganz interessant, dass man das jetzt tatsächlich machen muss, ja. Ich weiß nicht, seit wann es gibt, vielleicht seit 1.13 oder so. Happy Halloween auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall die Inneneinrichtung. Hier halt praktisch so eine Art Bett. Mhm. Ganz interessante Vorrichtung hier. Ich weiß leider nicht mehr, warum ich die so gemacht habe, sonst könnte ich euch das jetzt sagen, aber ich habe auch ein Gedächtnis vom Goldfisch manchmal. Wie gesagt, Leute, falls diese Map irgendwann wirklich mal veröffentlicht wird, könnt ihr das hier selber noch ändern dann. Ist klar. Das Brain, ich hab die Ideas. Oder natürlich, man macht das so, kann man eigentlich bei so einer Welt, man kann ja theoretisch immer LAN öffnen und Cheats anmachen. Ja. Man kann ja nie die Cheats komplett disablen. Weil sonst würde ich natürlich dafür sagen, dass ihr Schlingel nichts an der Welt machen könnt, ne? Weil ich ja natürlich ein Prick bin. Wir hacken es einfach von zu Hause aus. Ja, wir hacken irgendwie die Map und dann ist am Ende alles am Arsch. Das ist so ein riesiger Bug, so riesige Chunk-Fehler und alles. Und dann dein PC ist so ein schwarzes Loch und dann sagst du alles ein und dann wumpf. Ja, Leute, ihr versteht uns schon. Hallo, guten Tag, willkommen beim besten Format auf YouTube. Ja, würde ich auch mal sagen. So, jetzt hier oben. Hier oben gibt es nämlich so eine Art natürlich Terrasse und alles. Aber hier leicht versteckt. Eine Kiste, richtig easy zu finden eigentlich, aber ja. Und Premium-Loot. Schon wieder hier, glitzernde Melone, Karotten, Gold, Diamanten. Eine verkackte Lohnroute könnt ihr finden. Dafür müssen wir normalerweise in den Nether, ne? Also, Du bist hier so ein Lohr töten. Und dafür lohnt es sich nicht. Hä? Oh, scheiße. Lohnt es sich nicht? Nee, dafür lohnt es sich nicht. Ja. Hätten wir gerade meine Fresse sehen müssen, ne? Beim nächsten Mal Facecam? Richtig. Okay, Spaß. Beim nächsten Mal Projektorkamera. Beim nächsten geiler Mal. Geiler Shit. Kinoleinwand. Wir nähern uns zum Ende des Videos. Ach, eine Sache habe ich vergessen. Hier unten so eine Art künstlicher See mit richtig vielen Dingern hier. Und jetzt müsste wirklich in den Fässern irgendwo was drin sein. In irgendeinem Fass müsste was sein. Da war es gerade. 2 Sachen sogar. Leute, das ist mal ein Fail. Warum 2 Sachen? Egal. Oh, einmal hier Angel mit Köder 3 und dann hier Tropenfischeimer. Mitgekriegt. Und dann hier halt so eine Art künstlicher See. Das sieht eigentlich sogar fast aus wie in dem Dorf selber. In dem Akaziendorf. Das sieht's ja auch immer so aus. Und weiter geht's. Da hinten ist übrigens gleich ein Dorf, lustigerweise. Irgendwo in der Nähe war sogar noch ein Außenposten. So Leute, jetzt sind wir plötzlich wieder ganz woanders. Im genauen Gegenteil. Jetzt ist es nicht mehr so heiß, sondern extrem kalt. Wir sind hier tatsächlich auf einem Eisberg-Dingens. Ich weiß gar nicht, wie das Biom heißt. Ah, ihr könnt die Koordinaten sehen, ne? Shit. Dann können wir nicht nachgucken, was das für ein Biom ist. Warte, ich verdeck dir meine Hand. Ja, mach mal gerade. hier gibt es auf jeden Fall so eine Sache, da muss man sich reinbauen hier. Lol, what? Hier oben kann man das finden.
Das hier. Und hier gibt es jetzt ein bisschen Special Shit tatsächlich. Hier sogar noch ein Eisbär drin gefangen, glaube ich. Man kann hier nämlich Goldblöcke finden, die kann man dann natürlich abbauen und alles. Das ist ja praktisch so eine Art Schatz, den man finden kann. Und dann kann man zwei Truhen sogar gleich finden. Und ich glaube, hier ist sogar wirklich ultra krass geiles Loot. Warte mal kurz. Was mit der? I fuck the 100% mit der junge Wurftrank der Feuerresistenz kannst du einfach finden. Dann natürlich noch Erfahrungsfläschchen. Gefaxt. Ich habe gerade auf meiner Hand so getan, als würde Weil ich wie gerade einen Fax Verzögerung war, meinen. also ich habe es eben vor, so vor 30 Sekunden gesagt und dann kommt erst der Witz. Ja, weil ich jetzt in die Faxnummer eingeben musste. Ja, hallo! Auf Ich hole mir mal kurz ein Taschentuch, danke. jeden Fall hier richtig krasser Scheiß. Und jetzt die nächste Kiste. Und hier einfach ein Dreizack drin. Also, das lohnt sich richtig, Leute, wenn ihr hier seid. Hier gibt es dann nämlich einfach so einen Dreizack. Wir könnten natürlich jetzt Assholes sein und dann, wenn die Map fertig ist, ist das Loot so richtig scheiße. Das heißt, wir teasern hier so die ganze Zeit voll das gute Loot an und dann, wenn Das die machen wir Map auch. zur Verfügung gestellt wird, ist das Loot so richtig Das scheiße. machen wir auf jeden Fall. Ja, das machen wir auch. Okay, dann Spaß. Jetzt kommen wir zu diesem Haus, was natürlich auch schon wieder erkennbar ist, einfach hier durch das Das Feuer. ist ein Haus. Hier ist praktisch Eisbären Farm praktisch. Hier, so ein Eisbärengefängnis. Riesengehege einfach, nur mit richtig viel. Hier kommt man dann rein, erstmal die Glocke läuten und alles. Leute, warum kann ich die nicht Nur, läuten? man kann nur von vorne durch. Lol. Glaube, du bist ein Block, der. Achso. Was ist denn für eine Scheiße? Wenn man dann hier drin ist, kann man hier auch Premium-Sachen finden. Erstmal ein ganz normaler Ofen natürlich. Hier wieder ein Rüstungsständer mit Dingens hier, goldener Hose. Jetzt kommt's. Hier so eine Art komisches Höhlending. Und hier Totem der Unsterblichkeit, Der ist krass, Leute. Leute. Den, ich habe Weil der gekriegt. Witz ist. Ich sag dir, dass das hier trotzdem einfacher zu finden ist als das Waldanwesen. Dann tatsächlich Mann, Junge, Pfeile das des ist echt krass. Schadens. Armbrust und Schild. Also, ihr könnt euch echt nicht beschweren, Leute. Dann hier tatsächlich in diesem Bilderrahmen auch noch ein Trank. Können wir gerade ganz kurz gucken, wer. Trank des Glücks tatsächlich. Lohnt sich also eigentlich schon. Was denn, hä? Dann hier solche Sachen. Natürlich Schnee macht einfach Sinn. Was zu essen, ein bisschen Lapislazuli. Das Loot ist eigentlich ziemlich random, was wir uns da überlegt haben. Das heißt, manchmal ist es auch vielleicht dumm. Nur zur Info. Und dann gibt es hier, glaube ich, noch irgendwo eine versteckte Truhe. Und zwar. Nee, hier gibt es noch einen versteckten Moped, genau. Diesmal vom Creeper tatsächlich. Ein verstecken Moped. Das klingt wirklich so. Ich sag jetzt einfach lieber versteckter Creeper-Kopf. Dann geht's hier runter. Da geht's dann natürlich nach draußen zum Gehege. Aber hier muss man ganz genau aufpassen, dass man was nicht übersieht. Nämlich noch eine Truhe, und zwar Goldschwert Plünderung 3. Und jetzt kommt die Sache, hier ist natürlich dieses Riesengehege, ist klar, aber hier stehen ja auch überall Fässer rum. Also, in welchem Fass ist was drin? Beginnt wieder das große Spiel. Jetzt kommt der Witz, am Ende habe ich hier gar nichts reingetan. Mein Der geht mir immer Blackjack. hart auf den Sack hier, der. Ah, hier ist es nämlich Bogen, Reparatur, Mehrfachschuss und Harpune 5. Okay, Mehrfachschuss ist krass. Also, das ist halt wieder Premium-Zeug. Ich glaube, Aber aber warum in einem anderen Harpune? war Hä, nichts Harpune drin. macht doch gar keinen Sinn auf dem Bogen. Doch, geht aber. Aber Ich warum? weiß, der Witz ist, ich weiß nicht mal, was Harpune macht. Harpune ist. Ach so, das ist eigentlich für ein Dreizack, ne? Ja. Toll, okay. Harpune, was war das nochmal? Ich weiß, okay, Leute, wenn ihr wisst, was Harpune ist, in die Kommentare, dann könnt ihr uns sagen, was wir für dumme Bastarde sind. Ihr habt schon wieder die Koordinaten gesehen. Ich Ne, esse gerade immer noch meinen Döner. ihr habt nicht die Koordinaten gesehen. Doch? Und die Koordinaten gesehen? Wie Langes. gesagt, alles zensiert. Wenn ihr unzensierte Version haben wollt, bitte einmal auf dadamission.de. 2 Stunden früher auf dadamission.de. Bitte ein Abo abschließen auf der Seite, 5 Euro pro Monat. Okay. Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Wenn das wirklich 5 Euro wären, würde ich lieber Netflix holen als Dada-Mission, ohne Spaß. Also ich. Und vor allem 5 Euro im Monat, damit alle 4 Monate ein Video kommt. Macht so, wie ich es mache. Schnort euch Netflix-Accounts von anderen Leuten. Hast du gemacht? Ich auch. Ich habe schon voll lange einen, aber löse den nie ein. Ich weiß auch nicht warum. Ich hab fertig gegessen, Papa. Sehr gut, Max hat auch fertig gegessen. Na, gefühlt Also, alle, jetzt geht's aber richtig los, Leute. Also, hier ein Tempel erstmal, ein Wüstentempel. ja. Jo, Alter. Wüstendorf mit sämtlichen krassen Kram. Hier Wüstendorf und so weiter und so fort. Und was ist das hier? Nochmal so ein Campingplatz in der Wüste. Und zwar, jetzt kommt der Witz, ich weiß nicht mehr genau, was dafür der Grund war, aber irgendwie ist das so mit der schwarzen Wolle, die schützt irgendwie so in der Wüste besser vor der Hitze oder vor der Sonneneinstrahlung, weil es, glaube ich, Hä? das Licht.
reflektiert. War das nicht Nein, so? weiß, also ich sag mal, bei den Leuten ist auch Araber allgemein tragen ja mehr weiß. Ich dachte schwarz Nee, auch. schwarz zieht mehr die Sonne an. Wo geht's? Ja, weiß ist die Farbe, die Ich wusste reflektiert. nicht mehr, was von beiden das jetzt Schwarz war. trägst du aber nur nachts. Ja, macht doch dann Sinn. Aber tagsüber trägst du mehr weiß. Also wie auch immer, je nachdem ist das jetzt ein Fail, Leute. Also eure Bewertung bitte. Er hat keine Ahnung von Menschenkunde. Ja, dann müssen Sie auch das nächste Mal als Berater da zur Verfügung stehen. Ich stehe doch da. Also hier auf jeden Fall wieder Lootzeug. Jetzt gerne 5 Euro dafür, dass ich aufgestanden bin. Voll dumm, dass hier drin Jetzt eine habe ich was Laterne für. ist. Mit den Klumpen kannst du die Laterne machen. Ah ja, stimmt. Also hier Average Loot. Dann noch was. Aha. Hier so eine Art Pool. Poolbecken. Da ist ein Golem verreckt fast, obwohl der, nee, der kann ja nicht ertrinken. So dumm, dass der hier unten jetzt abhängt. Und dann auf jeden Fall hier. Erst die US Navy. Leute, das ist aber voll nice. Guck mal, wie gut der einfach von da unten angreifen Er ist kann. ein Der White kann. Shark. Der ist richtig krasser. Wasser, Wasser. So, Ein richtig Sprungbrett krasser, hier. krasser. Auf jeden Fall für den Ey! Dorfbewohner, falls er mal springen will. Aber der pennt und der andere nicht. Was ist denn das für ein Spasti? Deswegen wird das auch nicht. Ach Mann. Na, whatever. Aber jetzt kommt hier so eine Art Grill. Finde Grill. ich auf jeden Fall nice eigentlich. Die Buttons sind nur zur Dekoration, aber wäre gut, wenn da noch irgendwas passieren würde. Explodiert alles. Dann ist hier halt praktisch so, hier wird das dann so abgeschirmt, diese Platten da so, die dann Das sind diese, zum Verdunsten dann, ja, den Dampf, den Wasserdampf Wie auffangen. heißen die nochmal? Weiß nicht genau, wie man die denn nennt. Na, Wasserdampf ist doch Bullshit. Leute, nicht Wasserdampf. Einfach nur den Dampf so einfangen und so weiter. Ja, genau. Dann hier natürlich die Öfen dazu. Und hier natürlich, das ist eigentlich ein ganz einfacher Trick. Man plantet einfach das Zeug auf einem normalen Lagerfeuer und macht es dann einfach aus und dann bleiben die Sachen für immer da Man dran, plantet. solange man es nicht zerstört. Und so Wollen sieht Sie sich das wieder dann halt. anzünden? Ich weiß nicht, was dann passiert, ehrlich Wäre gesagt. schön, wenn wir uns wieder anzünden können mit dem Feuerzeug. Kann man nicht, oder? Wäre aber schön. Willkommen, Bikini Bottom. Also hier unten ist auf jeden Fall Bikini Bottom, aber das hier ist Bikini Up. Nee, wie heißt das? Holy das klingt shit, doch. Nee, Alter. Moment. Bottom ist. Das ist doch nicht das Gegenteil von Bottom Up. Roof? Nee, wir sind gerade. Leute, wir sind einfach dumm, okay? Also, ihr könnt euch das ruhig in den Kommentaren Wir sind schreiben, nicht wie ich. dumm, aber wir sind auch nicht ganz schlau. Also, das hier ist praktisch so eine Art Floating Village, könnte Was? man sagen. Hier auf diesen Pfählen-Dingern. Ah, lol, ihr könnt einfach die Koordinaten sehen, das haben wir rausgekartet. Ich Hehehe. will einfach so einen schwarzen Balken drüber machen, so. Zensiert ab 18! Auf Genau. jeden Fall, hier gibt es alles Mögliche tatsächlich. Hier gibt es so eine Farm, so eine Tierfarm. Dann Genau, gibt es hier wieder so einen und Steg. gib mir dir was bauen kannst. Tschüss. Nein, getreckt, sag mir es nachher, behalt es irgendwie im Kopf. So, Okay. also hier ist Ich praktisch die hab erste gekopft. Bude. Hier kann man sogar nach unten gucken, wenn man will. Ey, wäre cool, wenn Relativ Fische normal wären. eingerichtet alles. Oh, kann ich Fische in Hier diesem normale Korallen? Fässer und alles. Wir ignorieren mich einfach. Hier solche Plätze natürlich, wo man dann einfach sitzen kann und dann einfach schön das Meer betrachten kann. Hier kommt was Interessantes. Hier sind die Köche zugange. Wieder ein Grill, ein bisschen ein anderer. Eigentlich ein klügeres Building eigentlich, wie ich finde. Hier sind dann einfach in den Item-Frames die Sachen. Dann sieht das so aus, als würden die auf dem Teller liegen. Diese Loom-Blöcke eignen sich perfekt. Das ist das Webstuhl. Die eignen sich perfekt für einen Grill. Aber geht da wirklich der Rauch durch die Blöcke? Ja, da drunter, unter denen Ja, ist. ich Ja, sehe das geht es. durch Blöcke durch tatsächlich. Behindert. Alter, der versperrt hier voll den Weg. Okay, also, ja, Er okay, freut sich alles gerade klar. Er freut sich richtig. gerade richtig, dass er diesen Grill hat, ne? Denkt so, Also. jawohl, Junge, Luxus, 4-Sterne-Küche. Ja, gib mir mal bessere Angebote als Dank. So. Dann stehen hier natürlich noch diese Tische rum. Das hier ist so eine Art Trashcan, einfach so ein Mülleimer. Macht eigentlich voll Sinn irgendwie. Macht wirklich Du total musst ja Sinn. Knochen mehr dafür, dann kannst du nochmal neu planten. Ja, eben, dann sieht, das habe ich auch irgendwo gemacht, dass es dann voll ist und so. Loot habe ich vergessen, das werde ich mir noch überlegen, was das Loot ist. Dann hier noch einfach sowas, hier wie üblich einfach so ein Armor Stand. Die eignen sich natürlich auch perfekt als Tische. Wie heißen die denn eigentlich auf Deutsch? Ich weiß nur, dass sie Scaffolding heißen. Gerüste, okay. Loot fehlt. Sag mal Klettergerüst. Was reimt sich mit Gerüste? Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Ah, was ist das denn für ein Spruch? Das ist Hier alt ist praktisch und dumm. so eine Art Restaurant. Ist auch vor Regen geschützt hier durch die Falltüren. Hier macht dann einer das Essen wieder. Tatsächlich. Hier kocht, also es gibt nur Suppe anscheinend, Fischsuppe. Hier, das ist ja praktisch wieder der Meeting Point, wie von einem normalen Village. Leider zählt auch das nicht als Dorf, weil wir keine Türen haben. Aber ich dachte, Türen stören hier nur. Weil das ist ein relativ offener Platz hier.
Ja, und da sind wir spawnen eh keine Mobs von daher. Ja. Hier ist mal was drin. Glück des Meeres 3 wieder. Dann kannst du Und dann hier kann man hier angeln. einfach angeln. Ich habe auch extra die Dinger davor gemacht, damit die nicht reingehen und dann hier wieder irgendwie außerhalb landen im Wasser und dann wieder nicht rein können. Die sind ja wieder zu blöd zum Scheißen, die Dorfbewohner. Das ist leider so. Ich versuche wirklich nett zu sein zu den Dorfbewohnern. Die sind einfach so dumm immer noch von der KI. Er hier auch. Hier wieder ein ganz normales Haus hier praktisch. Nicht besonders viel los. Loot habe ich immer noch nicht. Jetzt kommt praktisch hier von dem Hirten praktisch. Nicht von dem Hirten. Doch, vom Schweinehirten. Die Bude. Sieht auch standardmäßig aus. Wieder kein Loot. Und dann natürlich hier einfach für die Schweine der Platz. Die haben hier dann auch noch so eine Wasserstelle. Hier ist natürlich, das ist natürlich eigentlich auch eine Gin. Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen. Natürlich der Schweinetrog. Ja. Weil es sieht halt auch so aus, als wärst du dieses Dreckszeug, was die Schweine immer fressen. Die fressen ja irgendwie immer so richtig Ne, Abfall abgefuckt, von ekeliges Zeug einfach Abfall nur. eigentlich, ne? Ja, eben. Was seid ihr für Bastard? Ich habe hier auf jeden Fall alles so geplantet, dass die nicht da rausfallen können. Okay, theoretisch. Na, nee, die können ja nicht so weit springen. Also ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die nicht ins Wasser fallen können. Hoffentlich bleibt das auch so. Und ich finde, das ist eine ganz nice Idee, hier so eine Art Floating Village zu machen. Und dann geht's weiter. So, wir kommen zur letzten Sache. Das Video geht, glaube ich, sogar länger als das andere. Hat ja Definitiv. echt gut geklappt. Und zwar erstmal ein ganz normales Dorf, aber dann tatsächlich wieder in so eine Art Campingplatz. Zeigt dir einfach nochmal, weil das halt ein relativ großer Campingplatz ist, wenn man mal guckt. Ziemlich groß sogar, mit sogar ganzen 4 Zelten und so weiter. Auch tatsächlich mal mit anderen Sachen drin. Mehrere verschiedene Sachen. Hier ist der Kartograf zum Beispiel. Hier wie üblich. Dann hier natürlich wieder das Heu. Ich verstehe echt nicht, warum diesmal hier kein Heu generiert wurde in dem Dorf. Ist eine Normalerweise wird gute es immer Frage. generiert. Ja. Verstehe ich echt nicht. Das Dorf ist sowieso wieder leicht dumm generiert, wie man sieht. Ein Block in der Luft? Nee. Aber der Weg, der geht halt einfach so richtig dumm auf den Hügel, ne? Hier tatsächlich mit dem Amboss hier. Also hier ist praktisch dann der Schmied unterwegs. Die Betten sind dann auch jeweils anders, je nachdem, was die für Jobs haben natürlich. Hier haben wir wieder den Fleischer an dem Räucherofen hier. Die Loot fehlt auch immer noch. Mache ich noch. Jetzt gehen wir noch zu dem einen Zelt hier. Hier ist nämlich dieser. Ach, der hat gar keinen Job. Warum hat denn der keinen Job? Da gibt ja gar keinen Sinn. Also das letzte Mal hier war, hatte der eigentlich noch einen Job. Verstehe ich Ja, jetzt nicht. hat er, jetzt hat er Hartz IV. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Hä? Hat der keinen Bock mehr gehabt auf seinen Job? Egal. Und dann kommen wir jetzt zur wichtigsten Sache, nämlich wieder so eine Art Grillplatz. Natürlich hier vor Regen geschützt, ist klar. Durch die Falltüren wieder. Warum kann ich nicht springen? Okay, doch. Und natürlich so wie auf dem Schiff gemacht. Hier tatsächlich diesmal, da ist der Mülleimer praktisch voll. Irgendwie direkt drin oder so. Und sind nur Mikros noch da? Dreh. Ja. Ja. Hier wieder nichts drin. Hier stehen dann noch so ein paar Pflanzen rum und alles Mögliche. Hier oben wird wieder alles abgedeckt. Hier sind eigentlich 2 Falltüren übereinander. Egal. Die Dinger eignen sich perfekt für so irgendwelche. Was könnte das sein? So eine Art Schalter praktisch. Und hier nochmal so ein Platz. Auf jeden Fall, das hier finde ich recht nice. Dieser Grillplatz hier. Damit die Dorfbewohner sich hier auf jeden Fall immer was zu essen machen können. Wie gesagt, solche Detailsachen sorgen immer sehr gut dafür, dass das Building nicht ganz so langweilig wirkt, indem man einfach immer solche kleine Details hinzufügt. Und jetzt kommt's, Ghost footage on ich muss mal table. ganz kurz mein Handy holen, da stehen nämlich noch Ideen drauf für solche Buildings. Wir sind gleich wieder da. Das wird dann auch das Ende sein von dem Video. So Leute, jetzt noch eine Sache zum Schluss. Willkommen zurück. Sonstige Ideen für so Sachen waren noch so eine Art Pirate, so eine tropische Pirateninsel so. Mit Piratendörfern und alles. Also und dann und so weiter und so fort, wo man noch richtig krasse Sachen finden kann. Das wäre praktisch so eine Art eigenes Biom sogar. Diese Insel kann man selten finden in so lauwarmen oder warmen Ozeanen. Dann kann man natürlich in diesem Mesa-Biom gibt es dann auch noch, werde ich mal versuchen, ein Dorf zu bauen. Ja. Dann tatsächlich noch in dem Pilz-Biom auch noch ein Dorf probieren. Ich habe mir überlegt, einen eigenen Minenschacht zu bauen. Also so einen richtig guten, sage ich jetzt mal, der noch Ja, funktioniert, wäre auch mal eine richtig. gute Idee. Und Würde, nicht dann so gibt es wie. besseres Loot, krassere Gegner und Ja. sowas. Ja. Gibt's einen Enderdrachen als Gegner? Dann könnte man noch machen, in diesen Blumenwäldern ein Dorf bauen. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil ich habe mal so ein Dorf gehabt, das war da so in der Nähe. Ach so. Aber das sah dann halt ganz normal aus. Ist halt ein bisschen blöd. Aber könnte man auch noch mal probieren. Und dann noch mehr krassen Shit kommt jetzt noch mehr. Dann könnte man noch probieren, so Dorfbewohner, so Schiffe,
So Schiffe mit Dorfbewohnern drauf und Schiffe mit Pillagern. Ist ja gut, es ist irgendwie so ein Mod. Es gibt auch einen One Piece Mod. Ja. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Dann so eine Art Neta-Altar tatsächlich. Das weißt du auch noch nicht genau, wie das aussieht. Zeige ich dir nochmal bald. Und dann das wahrscheinlich seltenste Struktur ever im ganzen Game, was einen nicht benutzten Mob verwenden wird, nämlich den Illusioner Tower. Ah, sick. Illusioner kennen wahrscheinlich viele gar nicht. Das ist eigentlich so wie der Evoker eigentlich. So wie dieser Magier. Ah. Der Illusionist ist es. Der ist nur noch mehr OP. Er spawnt nur nicht natürlich. Und da würde er dann halt spawnen. Und dann wäre das eine Art Halb-Boss-Battle. Und dann gibt es natürlich mega krass viel Loot. Und Ah. dieser Tower, den gibt es halt nur einmal auf der ganzen Map. Ist also halt so mega selten. Das ist ein Boss-Battle, ne? Dann hatte ich noch ge gedacht, vielleicht noch mal so ab und zu so andere Arten von Mansions. Vielleicht ein bisschen kleiner, so in verschiedenen Biomen noch. Habe ich mir noch nicht ganz was überlegt. Dann vielleicht auch trotzdem noch so eine Art Siedlung. Ähnlich wie da auf dem Meer vielleicht. Dann noch so eine Art größeren Campingplatz. Dann irgendwie Windmühlen vielleicht. Dann hatte ich noch was, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben und das habe ich jetzt vergessen. Das ist natürlich ein Fail. Vielleicht komme ich noch gerade drauf. Ah ja, genau, so eine Art. Ja, ähnlich wie diese Campingplätze, nur noch größer und leicht verändert. Alter, schon wieder ist es gekommen. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Keine Ahnung. Scheiße. Eventuell müssen wir jetzt beenden, weil der PC sich neu startet, Leute. Das war jetzt ein geiler Fail. Also, eventuell hatte ich mir noch was anderes überlegt. Aber da gibt es auf jeden Fall genug Potenzial für sämtliche Sachen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das sind so die Ideen, die ich noch habe. Vielleicht fällt einem da noch was anderes ein. Das, auf das ich auf jeden Fall Bock habe, sind diese Burgen. Nämlich entweder für die Pillager diese Burgen, die ersetzen dann manchmal den Außenposten, oder halt für die Dorfbewohner. Das heißt dann, so selten gibt es dann noch ein Dorf, selten gibt es dann noch eine Burg neben dem Dorf. Praktisch als Verteidigung, damit es ein bisschen realistisch ist. Es gibt dann so praktisch so verschiedene Entwicklungsstufen von Dörfern. So, erstmal nur diese Campingplätze, dann das normale Dorf und Ein dann Dorf Dorf mit, mit. keine Ahnung, mit so, mit, ich sag mal, etwas größeres Dorf. Ein bisschen moderneres vielleicht. Und dann mit Burgen halt am Genau, Ende. und dann am Ende so ganz Schloss. Das Video geht so ewig, Leute. Ich werde es echt versuchen, so gut es geht zu cutten, aber ich glaube, es geht länger als das andere. Also geiler Fail. Aber lass schon mal ein Like da dafür, dass wir YouTube Money kriegen. Jetzt Ja. startet sich der PC doch nicht neu, komisch. Wie auch Ja, immer. also lasst ein Like dann, Abo und einen Kommentar, dann verlosen wir ein geiles Gewinnspiel über 7 Milliarden Euro. Und wir Es kommt holen alles von uns, weil wir ja wissen, wir sind Platz 5 so auf der Liste der reichsten Leute sind wir. uns. Genau, und Könnt ihr wirklich vor. nachgucken? Ist jetzt kein Fail? Okay. Genau, und vor uns ist auch, die Schleimexpertin Bibi's Beauty Palast. Und dann Gildo Tesoro aus One Piece ist natürlich Platz 1 der reichsten Menschen. Genau, und dann kommt, Dann kommen die Celestial Dragons, die sind noch ein bisschen reicher. genau, und dann kommt Bulma, die ist am reichsten von uns. Ich kann nicht mehr, Junge. Lasst ein Like da oder nicht oder verpisst euch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Ciao. Ballerwasser vor Minecraft! Ah! Ah!